Hallo Zajo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Anerkennung für Chris. Ein arbeitsreicher Nachmittag. Die Baustellenfahrzeuge schuften hart. Gut gemacht, Poco. Leute, machen wir Feierabend? Ja, genug für heute. Gute Arbeit, alle zusammen. Wir sind ganz schön schmutzig. Ich muss echt hart gearbeitet haben, so wie ich aussehe. Was redest du da? Guck dir mal den ganzen Staub an meinem Hinterteil an. Wir haben ganz schön rangeklotzt. Und jetzt ab unter die Dusche. Das hat gut getan. Endlich wieder sauber nach so einem harten Tag. Da hast du recht. Was ist los, Chris? Was nicht? Mit der Fahrbahn stimmt was nicht. Seht euch das an! Ein riesiges Schlagloch. Das ist ganz schön gefährlich. Sollen wir es schnell reparieren? Na klar! Das sieht wieder gut aus. Das sollte fürs Erste halten. Gut gemacht, Chris. Aber Chris, du siehst wieder schlimm aus. Tja, so ist das eben. Ich gehe mich einfach noch mal waschen. Fühlt sich gut an, für die Gemeinschaft was zu tun. Alle sind bestimmt sehr dankbar. Wie eklig! Oh, das tut mir leid. Hey, ich bin gerade frisch gewaschen. Verdufte! Du solltest mal lieber Abstand halten. Ist ja wirklich unglaublich dreckig. Die sind so gemein. Ich tue das doch alles für sie. Ganz herzlichen Dank. Ich bin so erleichtert. Ich weiß nicht, was ich ohne sie gemacht hätte, Frank. Ich bin froh, dass niemand verletzt worden ist. Oh. Frank ist einfach großartig. Da hat er recht. Frank ist wirklich Frank! Krass. Ich hab doch nur meinen Job gemacht. Chris, hallo! Hallo, Tayo. Da wären wir. Danke, Tayo. Ohne dich wäre ich viel zu spät gekommen. Genau. Danke, dass du uns jeden Tag fährst. Es war mir eine große Freude, jederzeit wieder. Die Busse sind bei allen beliebt. So viel Anerkennung und Wertschätzung für sie. Und wo bleib ich? Am nächsten Tag auf der Baustelle. Die Fahrzeuge sind wieder schwer im Einsatz. Autsch! Pass gefälligst auf, Chris. Das war knapp. Oh, tut mir leid. Chris, kannst du bitte mehr Zement herbringen? Okay. Hätte ich doch einen Job, den die Leute mögen. Chris! Was machst du denn da? Oh, das tut mir leid. Du musst dich mehr konzentrieren bei der Arbeit. Machst du dir um was Sorgen, Chris? Ich glaube, niemand mag uns für das, was wir tun. Was? Aber was redest du denn da, Chris? Wir machen doch einen wichtigen Job. Ja, aber... Entschuldigung. Ja, bitte? Ich komme von der Stadtverwaltung. Stadtverwaltung? Vielleicht gibt es ein Lob für uns. Wissen Sie, also, es geht um den Lärm von der Baustelle. Wir haben Beschwerden aus der Nachbarschaft erhalten. Was? Außerdem beklagen sich die Anwohner über den vielen Staub. Bitte kriegen Sie das in den Griff. Verstehe. Das war uns nicht klar. Kein Problem, das bekommen wir hin. Ein Kompliment war das nicht. Okay, ich verlasse mich auf Sie. Ist das staubig. Ihr habt's gehört. Sind wir eben vorsichtiger. Okay. Warum sollen wir vorsichtig sein? Weil Leute sich beschwert haben. Wir arbeiten so hart und als Dank immer nur Gemecker. Ich hab keine Lust mehr.
Hey, Chris! Was hat er denn? Jetzt suche ich mir einen neuen Job, den die Leute mögen. Na ja, was könnte das sein? Ah, das ist es! Tayo, der kleine Bus! Ich würde gerne Feuer löschen. Chris versucht, einen Job außerhalb der Baustelle zu finden. Was? Du, ein Löschwagen? Ja, als Feuerwehrwagen kann ich vielen Menschen helfen. Und ich bekomme Komplimente. Aber Chris... Wollen wir eine Probe machen? Warum nicht? Ich habe schließlich auch einen Wassertank an Bord. Ha, komische Idee. Oh? Stell dir vor, das ist ein Feuer. Oh. Lösch es mit Wasser. Kein Thema. Chris, du kannst kein Feuer löschen mit so einem Strahl. Ich suche was anderes. Chris will es als Paketbote probieren. Geschwindigkeit bedeutet alles. Du musst dafür sorgen, dass die Pakete pünktlich ankommen. Das ist kein Problem. Ich fahre auch mit ordentlichem Tempo. Oh, da vorne wartet unser Kunde. Hier, hier! Okay, diesmal mache ich meine Sache richtig gut. Hallo. Hallo. Hier kommt Ihr Paket. Oh, Sie arbeiten auch für den Kurierdienst? Genau, und hier kommt schon Ihre Sendung. Ja. Was ist das denn? Total kaputt. Oh, Entschuldigung. Ach, Chris, du kannst kein Streifenwagen werden. Dazu bist du zu groß und zu schwer. Aber wo willst du denn Fahrgäste unterbringen? Hubschrauber? Aber du kannst doch nicht fliegen, Chris. Oh je, Chris schafft es einfach nicht, einen neuen Job zu finden. Oh, ich vermisse meine Freunde. Sie haben bestimmt schon Feierabend. Oh? Sie arbeiten noch um diese Zeit? Was machen die denn da wohl noch? Jetzt fehlt nur noch der Zement, dann sind wir fertig. Aber wie schaffen wir das ohne Chris? Das kriegen wir schon hin. Ich mach das. Und schwupps. Oh nein. Was tun wir denn jetzt? Was tun wir denn jetzt? Sie sind in Schwierigkeiten und das wegen mir. Nein. Nein, keiner hat Wertschätzung für uns übrig, obwohl wir so hart schuften. Ich möchte einen coolen Job. Hä? Dieses Haus? Chris, bring mal Zement rüber. Und Tee? Achtung, Konzentration! Wie aufregend, unser erster Hausbau. Oh ja, hoffentlich macht ihr keinen Fehler. Wie stolz wir sein können, wenn dieses Haus erstmal fertig ist. Das wird sicher großartig. Das war das erste Projekt mit meinen Freunden. Papa? Oh. Wollen wir heute essen gehen? Okay. Go. Chris? Chris, bist du das? Wie geht's dir denn? Ach, soweit gut. Magst du Hallo sagen? Guten Abend, hallo. Oh, hallo. Das ist Chris. Er hat unser schönes Haus gebaut. Wow, unser Haus? Ja. Oh, wow, du bist toll, Chris. Danke. Chris, es ist schön, dich zu sehen. Wir wollten dir schon immer mal Danke sagen. Wir danken? Für was? Danke an euch alle für dieses Haus.
Wir sind unheimlich glücklich, hier zu leben. An uns alle? Ja, ihr habt uns unser schönes Familiennest gebaut. Und hier fühlt sich auch unser kleines Mädchen daheim. Danke, Chris. Wow, meine Arbeit macht Menschen auch glücklich. Endlich spürt Chris, wie wertvoll seine Arbeit für andere ist. Oh, so langsam mache ich mir Sorgen. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Was Chris wohl im Moment macht? Chris? Mhm. Wieso seid ihr so spät dran? In diesem Tempo werden wir nie fertig mit dem Haus. Was? Wer hat uns denn im Stich gelassen? Wie bitte? Wovon redest du? Ich würde doch diesen tollen Job niemals hinschmeißen. Chris, also du. Sehen wir zu, dass wir endlich fertig werden? Auf jeden Fall. Wie schön, dass Chris wieder da ist. Er und seine Freunde erledigen eine schwere, aber wichtige Arbeit. Pokus Blume! An einem sonnigen Tag kichert jemand fröhlich. Wow! Danke, Mami. Von jetzt an kannst du das alleine, oder? Natürlich! Wir sind da! Oh! Lani! Hallo! Rate mal, was das ist! Oh, was ist das denn? Das sind Blumensamen. Wenn man einen Samen pflanzt und gießt, wird daraus eine Blume. Oh, ich liebe schöne Blumen! Möchtest du mal einen Blumensamen sehen? Oh! Oh nein! Oh, mein Blumensamen! Oh nein, was machen wir denn jetzt? Besser aufpassen soll! Oh, Poco! Oh, oh, da ist Lani! Entschuldigung, kannst du uns bitte kurz helfen? Was ist los? Bitte sehr, jetzt können Sie das aufheben. Gut. Hm. So, bitteschön. Wow. Ich wusste, dass Poco das schafft. Ah, nichts zu danken. Danke, dass du mir geholfen hast. Und das? Oh, was ist das? Ist mein Geschenk für dich. Das Poco. Ist nett. Was machst du denn hier? Gehen wir zur Arbeit. Oh, also dann. Bis später. Okay, bis dann. Tschüss. Hallo alle zusammen. Hey, da seid ihr ja. Da wir jetzt alle da sind, lasst uns in die Arbeit gehen. Okay. Was war das denn für ein Geschenk? Oh, oh. Wo ist es? Ich dachte, es war genau hier runtergefallen. Poco, kannst du dir das mal ansehen? Okay, ich komme gleich. Der ist zu klein. Den finde ich nicht, da kann man wohl nichts machen. Okay. Noch eine Ladung. Oh nein, es regnet. Oh, fahren wir zurück, wir machen besser Feierabend. Okay. Es regnet. Aus hier. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Poco! Oh, du bist es. Hast du den Blumensamen schon gepflanzt? Blumensamen? Also war das Geschenk ein Blumensamen. Poco, du musst mir zeigen, wenn daraus eine hübsche Blume wird. Okay, ich muss los. Tschüss. Tschüss. Sie wird so enttäuscht sein, dass ich ihn verloren habe. Ich werde ihn suchen, wenn ich auf der Baustelle bin. Er muss doch hier irgendwo sein. Was? Ist der Samen von gestern gekeimt? Oh, wow. Er ist gekeimt. Das ist so toll. Oh, oh. Was machst du da? Oh, gar nichts. Wow, es ist ganz von selbst gewachsen. Ist das, weil es gestern geregnet hat? Poco, ich glaube, wir sind fast fertig. Dann gieße ich ihn heute selbst. Poco, was machst du denn da? Oh, es tut mir leid. Oh nein, ich kann mich gar nicht auf die Arbeit konzentrieren. Leute, sollen wir eine Pause machen? Ja. Oh. Okay. Ja. Ruhen wir uns etwas aus. Oh, was hast du im Gesicht? Das ist... Oh.
geht das denn jetzt hin? Vorsichtig, vorsichtig. Bitteschön. Ich habe sie gegossen, damit sie immer größer wird. Wachse, Sprössling, wachse, Sprössling. Ich habe eine gute Idee. Ich gebe dir einen Namen. Wie wär's mit Sprouty? Was? Haha, nun, dir gefällt der Name wohl auch. Wachse zu einer schönen Blume heran. Mit wem redet Poco da drüben? Ich weiß nicht. Er ist ein bisschen seltsam seit vorhin. Guten Morgen, Sprouty. Von diesem Tag an kümmert sich Poco um den Spross. Wow, du bist heute sogar noch größer. Er düngt den Boden und gießt täglich. Und schließlich erscheint eine Blütenknospe. Ich bin ein Bagger. Ich weiß, ich kann alles pflanzen. Hallo. Oh, na du. Poco, du scheinst gute Laune zu haben. Was ist heute los? Also, es macht mir seit kurzem viel Spaß, mein Sprouty zu züchten. Sprouty? Ja, der Blumensamen, den du mir geschenkt hast, der ist so gut gewachsen, also habe ich ihn Sprouty genannt. Das ist ein süßer Name. Ja, stimmt, oder? Er hat schon eine Blütenknospe. Ich zeige sie dir, sobald die Blume blüht. Wirklich? Versprochen? Natürlich verspreche ich es. Tayo, der kleine Bus. Am folgenden Tag regnet es heftig in der Stadt. Da kommt ein Sturm auf. Gehen wir schnell nach Hause. Der Wind ist zu stark. Sprouty ist in Gefahr. Keine Sorge. Ich werde dich beschützen. Es ist so kalt. Hachi! Es ist schon morgen. Mein Körper ist vom Regen ganz steif. Wow. Sie ist aufgeblüht. Moment. Ich kann hier nicht so rumstehen. Ich muss Ihnen Bescheid sagen. Oh, Poco, wo gehst du denn hin? Moment, ich bin gleich wieder da. Was? Die Pflanze ist aufgeblüht? Ja, sie blühte heute zu einer wunderschönen Blume auf. Sie sieht bestimmt schön aus. Poco, können wir uns die Blume ansehen? Natürlich. Ich habe doch versprochen, dass ich sie euch zeige. Juhu! Dann fahre ich dieses Wochenende mit Lali hin. Jederzeit. Meine Sprouty, ich wusste, du wirst so wunderschön. Oh, Billy! Oh, du hast mich erschreckt! Was machst du denn, Poco? Das ist gefährlich! Was? Was ist denn los? Du hast Sprouty beinahe überfahren! Sprouty? Meinst du etwa diese Blume? Poco, du hast der Blume sogar einen Namen gegeben? Sei doch kein Kindskopf! Du hast eine Blume gezüchtet? Lach nicht! Sprouty ist eine liebe Freundin, die ich hochgezogen habe! Poco, ich verstehe dich ja, aber wir müssen diesen Platz ebnen und Zement darüber gießen, um die Arbeit zu beenden! Zement gießen? Nein, das geht gar nicht. Aber wir müssen den Bau fertigstellen. Dann gib mir ein bisschen Zeit. Ich suche einen Ort, an den ich Sprouty umpflanzen kann. Okay, beeil dich lieber. Wir müssen bis zum Wochenende fertig sein. Okay, alles klar. Poco sucht den perfekten Platz, um die Blume umzupflanzen. Hier kann ich Sprouty nicht herbringen. Die Blume wird hier durch den Rauch schnell welken. Wohin soll ich Sprouty pflanzen? Poco! Lani! Ich wollte dich bald besuchen. Was machst du denn hier? Also, Sprouty kann nicht auf der Baustelle bleiben. Deswegen suche ich nach einem Ort, wo ich sie umpflanzen kann. Wirklich? Aber die richtige Stelle habe ich noch nicht gefunden. Ich muss sie sofort umpflanzen. Oh, ich verstehe. Oh, dann kannst du sie ja im Depot pflanzen. Wirklich? Geht das? Natürlich. Juhu, das ist eine Erleichterung.
Du hast mich gerettet. Vielen Dank, Lani. Gern geschehen. Hm? Hm? Was? Was soll das? Was ist denn los, Poco? Oh, hier war die Blume und jetzt ist sie mit Zement bedeckt. Oh, oh nein! Oh. Das ist für dich. Ist der Samen von gestern gekeimt? Wow. Sprouty! Hey, Poco, bist du gerade zurückgekommen? Ihr, wie konntet ihr mir das antun? Ihr habt gesagt, dass ihr wartet. Also... Es reicht. Ich bin so enttäuscht. Ich rede nie wieder mit euch. Poco! Armes Sprouty. Poco! Was? Da bist du ja. Ich habe dich gesucht. Lani, es tut mir leid, dass ich dich so stehen gelassen habe. Das ist schon okay. Übrigens. Hallo, Poco. Was? Was ist denn los, Poco? Ich schäme mich. Ich glaube nicht, dass ich mein Versprechen halten kann. Ich kann dir die Blume nicht zeigen. Wovon redest du? Deine Blume ist wunderschön. Was? Was? Was ist passiert? Als du einen Platz zum Umpflanzen gesucht hast, haben die anderen Bauwagen einen Garten angelegt. Ich verstehe. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid, dass ich wütend geworden bin. Schon okay. Wir wollten dich nicht auslachen. Der Garten ist aber ein bisschen zu groß für Sprouty. Sollten wir vielleicht mehr Blumen pflanzen? Wow, das ist eine tolle Idee. Na, wollt ihr es alle mal versuchen? Wir? Ja, dann sollen wir. Dann schenke ich euch allen einen Blumensamen. Das ist toll. Poco ist sehr dankbar, dass seine Freunde den Blumengarten angelegt haben. Und Sprouty liebt ihr neues Zuhause. Während unsere schweren Fahrzeughelden weg waren, haben böse Außerirdische die Stadt attackiert und es ruiniert. Jetzt sind die Helden zurück, um die Stadt zu retten. Unsere Fahrzeughelden! Auf geht's, Fahrzeughelden der Stadt! Wo immer wir sind, sind wir immer zusammen. Durch die Straßen fahren wir und helfen, wo es geht. Wir retten die Stadt und wir retten die Welt. Wir sind da, wo immer ihr uns braucht. Wir retten die Stadt und retten euch. Wir sind die Fahrzeughelden. Helden der Stadt! Billy der Starke! Billy der Starke! Poco der Arm! Poco der Arm! Max Feuer! Max Feuer! Ja, Chris der Dreh! Chris der Dreh! Heia, heia! Heia, heia! 1, 2, 1, 2! 1, 2, 1, 2! Wir sind die starken Fahrzeughelden der Stadt! Oh yeah! Auf geht's, Fahrzeughelden der Stadt! Wir haben euch, hört auf ihr bösen Stopp! Ihr habt verloren, wir haben Spezialkräfte! Wir retten die Stadt und wir retten die Welt! Wir sind da, wo immer ihr uns braucht! Wir retten die Stadt und retten euch. Wir sind die Fahrzeughelden. Helden der Stadt. Billy der Starke. Billy der Starke. Poco der Arm. Poco der Arm. Max Feuer. Max Feuer. Ja, Chris der Dreh. Chris der Dreh. Heia, heia. Heia, heia. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Wir sind die starken Fahrzeughelden der Stadt. Oh yeah! Auf geht's, Fahrzeughelden der Stadt! Wir beschützen unsere schöne Stadt! Starke, schwere Fahrzeuge, Bagger, Bulldozer, Betonmischer. Starke, schwere Fahrzeuge, wir können alles überall. Graben macht Spaß! Graben macht Spaß! Graben, ja, das kann ich, denn ich bin ein Bagger! Bagger! Schieb
Schieben macht Spaß. Schieben macht Spaß. Schieben macht Spaß. Schieben macht Spaß. Schwere Sachen schiebe ich. Bulldozer! Mischen macht Spaß. Mischen macht Spaß. Mischen macht Spaß. Mischen macht Spaß. Ich mische alles Betonmischer. Yo, seht her. Yo, seht her. Yo, seht her. Yo, seht her. Wir sind Riesenfahrzeuge. Yeah! Starke, schwere Fahrzeuge. Bagger, Bulldozer, Betonmischer. Starke, schwere Fahrzeuge. Wir können alles überall. Graben macht Spaß. Graben macht Spaß. Graben macht Spaß. Graben macht Spaß. Graben, ja, das kann ich, denn ich bin ein Bagger. Bagger. Schieben macht Spaß. Schieben macht Spaß. Schieben macht Spaß. Schieben macht Spaß. Schwere Sachen schiebe ich. Bulldozer. Mischen macht Spaß. Mischen macht Spaß. Mischen macht Spaß. Mischen macht Spaß. Ich mische alles Betonmischer. Yo, seht her. Yo, seht her. Yo, seht her. Yo, seht her. Wir sind Riesenfahrzeuge. Yeah! Starke, schwere Fahrzeuge. Bagger, Bulldozer, Betonmischer. Starke, schwere Fahrzeuge. Wir können alles überall. Wir sind die starken Fahrzeuge.